Hummel, Hummel. Moos, Moos. In welchem Unternehmen sitzt ein? Bei der iMate GmbH in Emson. Okay, dann ist diese Flaschenpost für dich. Warum Emson? Genau. Vielleicht kannst du ganz kurz den Berliner mal erklären, wo Emson überhaupt ist. Also Emson liegt gut 20 Kilometer nördlich von Hamburg an der A23, sehr gut verbunden mit Hamburg über die Autobahn oder eben mit der Bahn. Man kann nach Altona oder Hamburg Hauptbahnhof fahren und das fährt fast wie eine S-Bahn. Also das heißt, ich bin super schnell in der City, aber kann trotzdem von den günstigen Kostenstrukturen in Emson profitieren. Also wahrscheinlich insbesondere von günstigeren Mieten, oder? Genau, das beginnt bei den Mieten, aber auch eben bei der Gewerbesteuer, weil wir werden ja demnächst hoch profitabel sein. Und dann müssen wir schon darauf achten, dass wir wenig Steuern zahlen. Erklär doch einmal ganz kurz, was dein Business ist. Mein Business ist der Verkauf von Brillen mit Sehstärke an die deutschen Brillenträger. Und davon gibt es immerhin mehrere 10 Millionen in Deutschland. Und der Verkauf erfolgt aber nur online, richtig? Genau, der Verkauf erfolgt ausschließlich online. Man guckt sich bei uns auf der Webseite eine Fassung an. Dann trägt man seine Brillenpasswerte ein, sprich seine Sehstärke, drückt auf Bestellen, bezahlt und 5 Tage später kommt die neue Brille zu einem nach Hause. Also ich trage auch ab und an eine Brille und was erzählst du eigentlich so schwierigen Kundinnen wie mir, die sagen, eine Brille niemals im Internet kaufen, weil es geht ja nicht nur darum, dass die Brille vielleicht irgendwie dann doch getragen nicht so gut aussieht, sondern es geht ja auch darum, dass sie irgendwie gut passt und nicht hinter den Ohren drückt oder auf der Nase oder ne, irgendwie, dass sie einfach gut sitzt. Bezüglich steht mir die Brille, bieten wir inzwischen eine Online-Anprobe an. Das heißt, man kann ein Foto von sich hochladen, die Brille aufsetzen virtuell und kann sich dann mit dieser neuen Brille im Spiegel begutachten. Man kann sich die Brille bei sehr guten Fotos von der Seite, von oben, von vorne, von rechts, von links angucken. Das heißt, wie bei allen anderen Online-Händlern auch, wir versuchen, das Produkt bestmöglich darzustellen. Wir versuchen, eine Anprobe zu ermöglichen. Und dann können wir sagen, sind unsere Fassungen so ausgelegt, dass sie nicht drücken. Das heißt, unsere Fassungen bestehen aus Materialien, die sich optimal der Gesichtsform anpassen. Alle Brillen verfügen über Federscharniere. Das kann ich hier vielleicht mal zeigen. Das heißt, da kann man so machen. Das passt sich dann automatisch an. Zeig das mal. Man kann hier an der Seite biegen. Das sind Federscharniere. Man hat hinten an den Ohren schön glatt. Das heißt, jedem passt diese Brille. Und der sich das wirklich nachher auf sein Gesicht 100% anpassen möchte, der kann das natürlich beim Augenoptiker machen. Das ist eine Dienstleistung, die wird so erbracht. Mhm. Aber ist dann nicht Retour zum Beispiel für euch ein großes Problem? Also wenn es dann eben nicht passt, diese Brille, dann habt ihr ja auch einen Haufen Ware, die wieder zurückkommt, ne? Natürlich, Retouren sind bei jedem Versender eine Herausforderung. Wir haben auch eine Retourenquote, die für uns aber annehmlich ist. Wie hoch ist die ungefähr? Also die ist im Promillebereich. Ja, das ist wirklich sehr gering. Der Vorteil bei uns ist, wir verkaufen die Brillen mit Sehstärke und jedes Brillenglas wird individuell hergestellt für den Kunden. Und in unseren AGBs ist dann eben auch geregelt, dass die Brillengläser bei der Retoure nicht erstattet werden können. Das heißt, wir ziehen einen kleinen Betrag ab vom Kaufpreis für die Brillengläser, aber die Fassung wird selbstverständlich zurückgenommen und dann erstattet. Nun seid ihr jetzt ja nicht die einzigen Bewerber auf dem Markt, die irgendwie Brillen anbieten online. Es gibt zum Beispiel ja Mr. Spex und die vertreiben ja unter anderem halt auch oder vertreiben halt Markenbrillen. Brille 24 hat eigene Manufakturen. Wie wollt ihr euch in diesem Segment platzieren und was für Brillen habt ihr genau? Unsere Brillen sind modische Brillen. Wir wollen so ein bisschen das H&M sein, der Brillenträger, sprich unsere Brillen kommen direkt vom Laufsteg, werden bei den großen Marken, holen wir uns die Trends, lassen dann anfertigen unsere Fassungen. Wo lasst ihr die anfertigen? In Auftragsfertigung, zum Teil in Deutschland, aber eben natürlich auch in Fernost, lassen uns die dann schicken, aber das Entscheidende ist eben, im Vergleich zu Mr. Spex heben wir uns ab, weil wir nicht Markenbrillen verkaufen, sondern es sind ja alles eigene Kreationen an Fassungen. Und im Vergleich zur Brille 24 unterscheiden wir uns, dass unsere Brille eben nicht in China angefertigt wird von Optikern vor Ort und dass man dann 3 Wochen auf die Brille warten muss, sondern bei uns wird jedes Brillenglas von deutschen Optikmeistern in Emson in die Fassung eingesetzt.
dann von einem Optikermeister kontrolliert, ob das auch alles so stimmt, und dann zum Kunden geschickt. Und das auch noch in 5 Tagen. Das heißt, wir sind der schnellste Internetoptiker in Deutschland. Und das Stichwort Fernost fiel ja. Also was wird in Fernost jetzt produziert? Ausschließlich die Fassung. Okay, und aha, und die Optikmeister oder wie heißen die? Die Augenoptiker mit Meisterbrief, die fertigen die Brillengläser an, beziehungsweise setzen die Brillengläser in die Fassung ein. Okay. Anhand des Brillenpasses oder der augenärztlichen Verordnung. Okay. Du sagst, innerhalb von 5 Tagen nach Bestellung ist die Brille auch schon beim Kunden? Das ist unser Anspruch. Natürlich gibt es Fälle, das ist höhere Gewalt, wenn wir jetzt so wie früher oder letztes Jahr mal ein Schneechaos haben. Und ihr seid ja abhängig von den Dienstleistern, ne? Natürlich. Zulieferern. Wenn unser Paketdienstleister UPS, der Fahrer im Stau steht, einen Unfall baut oder einfach es unmöglich ist zuzustellen, dann kann aus 5 Tagen, 5 Werktagen auch mal 6 oder 7 werden. Aber das bitten wir dann unsere Kunden zu entschuldigen. Wie regelt ihr das Ganze logistisch? Wir haben in Elmshorn eine Gewerbefläche, wo unsere Büros oder unser Büro ist mit den Mitarbeitern. Wir haben da ein Lager, wo wir die Fassung auf Lager haben. Und wenn ein Kunde bestellt, dann bestellen wir als erstes die Brillengläser bei unseren deutschen Markenherstellern. Dann bekommen wir 1-2 Tage später die Brillengläser. Dann tun wir die Brillengläser und die Fassung in eine Box. Dann kommen sie zu unserer Abteilung, wo die Augenoptiker sitzen. Dort werden dann Brillengläser und Fassung zusammengefügt. Von da wird es dann eingepackt in einen Karton, Rechnung rein und ab zum Kunden. Okay. Vielleicht magst du uns noch mal so ein paar Kennzahlen geben, damit wir so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie groß iMate eigentlich zurzeit ist. iMate ist ein junges Startup. Wir sind im Juni gestartet. Diesen Jahres? Im Juni 2011 gestartet. Da war der Beta-Launch unserer Webseite. Wir haben am 1. September die GmbH gegründet, weil wir dann wussten, gut, es entwickelt sich positiv. Wir können ja was Großes schaffen. Wir sind momentan ein Team von 6 Personen, also meine Wenigkeit als Founder und Geschäftsführer, aber wir haben dann eben 3 Augenoptikmeister, die für uns das Einschleifen übernehmen, einen, der die Kundenaufträge annimmt, wobei ich auch Kundenaufträge annehme, und das Verpacken, das teilen wir uns, wer gerade Zeit hat. Okay, das ist noch, also wenn derjenige verpackt, der gerade Zeit hat, spricht ja eher dafür, dass das Auftragsvolumen noch gering ist, oder? Nee, der Tag hat ja 24 Stunden und unser Paketdienstleister kommt abends spät. Das heißt, wir müssen dann mal was unterbrechen und anfangen einzupacken, beziehungsweise das kann auch nebenbei erfolgen. Der Augenoptikmeister macht sie dann schon in den Karton, hat die Qualitätskontrolle der Brille durchgeführt, legt sie rein, Rechnung drauf, Kleber zu und hinten bei uns in den Abstellraum oder Abholraum. Okay. Nun ist es ja so, zum Beispiel Mr. Spex haben wir jetzt ja schon erwähnt in diesem Gespräch, die sind ja auch stark gewachsen, mussten dennoch aber auch Leute wieder entlassen. Wie siehst du denn den Markt gerade und was wünschst du dir, wie iMate, wohin soll sich das Ganze entwickeln? Den Markt sehe ich folgendermaßen. Ich gehe davon aus, dass der Marktanteil, sprechen wir an Anteilen, sich jedes Jahr verdoppeln wird. Momentan ist er minimal unter 1%. Aber die Brillenträger werden immer jünger, weil der Computer immer früher Einzug erhält in das Leben. Also gut, mein Sohn ist jetzt gerade 9 Monate alt, der hat noch keinen, aber im Kindergarten, in der Schule wird ja schon mit Computer gearbeitet. Die Brillenträger werden immer jünger. Der Wiederbeschaffungszyklus der Brillen verkürzt sich. Warum? Die Brille ist nicht nur eine Lesehilfe, sondern auch ein Modeobjekt, weil ich trage ja auch nicht jeden Tag denselben Pullover. Wie viele Brillen hast du? Ich glaube, ich kann gar nicht mehr zählen, über 30 Brillen. Natürlich größtenteils aus unserem Sortiment, aber wer Brillen verkauft, der kann ja auch selber für sich Werbung machen, indem er einfach seine Brillen trägt, und das tue ich. Der deutsche Optikmarkt wird dominiert von Fialisten, insbesondere von Fielmann und Apollo. Und da die keinen Online-Optiker betreiben, will ich eben in diese Nische reinstoßen. Wir haben Mr. Spex als Marken-Internet-Optiker, wir haben Brille24 als absoluten Preisdiscounter. Und iMate soll ein preisaggressiver Internet-Optiker sein, bei dem aber die deutsche Handwerksqualität im Vordergrund steht. Das heißt, unsere Brille kommt nicht aus China und dauert 3 Wochen oder 4 Wochen sogar, sondern bei uns sitzt noch ein deutscher Augenoptikmeister in einer Werkstatt und setzt die Brillengläser ein. Das heißt, wir wollen uns auch insbesondere durch das Thema Qualität und gute Preise auszeichnen.
Service ist ganz wichtig bei uns und im Vergleich zu den Wettbewerbern planen wir für 2012 Service-Offensiven wie beispielsweise 100 Tage Rückgaberecht und Brillenausleihe. Da werden wir den Markt noch richtig aufmischen. Nun ist es ja so, dass auch die Konkurrenz teilweise angefangen hat, Werbung im TV zu machen. Habt ihr auch, also mit welchen Marketingmaßnahmen wollt ihr euch voranbringen und bekannter machen? Ihr steht ja noch ganz am Anfang. Wir werden erstmal auf SEO und SEM-Maßnahmen setzen und dann zu gegebener Zeit auch Printanzeigen aufnehmen in unser Promotion-Portfolio. Doch Fernsehanzeigen stehen für 2012 jetzt noch nicht auf unserer Agenda. Okay, abschließend noch einmal eine Frage, und zwar laut Gründerszene Datenbank besitzt du ja 75%, ne? Ist das immer noch so und wer hängt da noch mit drin? Also momentan habe ich einen Mitgesellschafter, der auch auf Gründerszene genannt wird, und wir sind momentan dabei, den Gesellschafterkreis zu erweitern. Mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Okay. Dann erstmal vielen Dank, und in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss.